Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil in der Serie Reefer Technik und heute mit dem angedrohten Teil zur Strömung. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Das Thema Strömung ist, wie wir es auch in dem Live-Talk schon gesagt haben, eine Sache, die nicht zu pauschalisieren ist. Sie hängt grundsätzlich davon ab, dass man die Pumpen oder die vorhandene Technik so einsetzt, dass auch nach Möglichkeit alles so beströmt wird, wie es die Strömung braucht. Das heißt, ich versuche zum Beispiel hier in diesem Becken eine Art Ringströmung hinzukriegen. Und zwar beginnt hier hinten mit der Pumpe, die oben drüber bläst, sich hier bricht, runtergeht und dann, wie ihr hier sehen könnt, läuft die Strömung hier bei den Korallen, die etwas weniger Strömung benötigen, dann unten zurück. Zusätzlich habe ich hier in diesem Becken noch die Rückförderung hier oben laufen, die mit ungefähr 2.000 bis 3.000 Liter arbeitet und die im Prinzip diese Ringströmung hinten mit unterstützt. Ich habe an dieser Pumpe eine entsprechende Einstellung dran, dass ich verschiedene Programme abspielen kann. Das ist übrigens auch tatsächlich baugleich zu der entsprechenden MaxSpec, die jetzt neu rausgekommen ist, bloß dass die MaxSpec halt kein Wi-Fi-Modul hat und keine Cloud-Funktion. Ansonsten sind die Pumpen identisch und können auch dementsprechend programmiert werden. Diese Pumpe läuft jetzt hier, wie ihr auch hier seht, beziehungsweise nicht seht, ich packe den Scheibenreiniger mal runter, jetzt hier ohne die Schutzgitter. Das habe ich ja beim letzten Review auch schon angedeutet, dass ich das testen werde und es geht wunderbar. Ich habe zwar Täubchenschnecken, aber es ist bisher noch keine reingekommen und hat in irgendeiner Form was beschädigt oder keine Ahnung, die kriechen da nicht rein. Zumindest bei mir nicht. Also kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber zumindest bei mir läuft es wunderbar und somit hat die Pumpe auch weitaus mehr Power, als wie sie eigentlich jetzt mit dem Gitter hatte. So, jetzt sind das ja nicht die beiden einzigen Pumpen, die jetzt hier im Becken arbeiten. Ihr wisst alle, dass im Riffaufbau hier relativ luftig ist, aber selbst diese Luftigkeit muss hinterspült werden. Dazu blende ich euch jetzt mal separat ein. Habe ich einmal hier unten rechts in der Ecke eine 6055 und da hinten links in der Ecke eine 6055 Strömungspumpe der Firma Tunze laufen. So, die laufen im Wave-Modus. Das heißt, dass die abwechselnd zueinander hin und her schalten. Gesteuert wird das Ganze noch zusätzlich über den USB-Controller 7096. Den habe ich hier unten noch zusätzlich drin verbaut. Nicht zusätzlich, darüber habe ich die Pumpen angesteuert. Also. Und der Vorteil ist, wenn man das Ganze im Wave-Modus programmiert bzw. steuert und das Ganze über den Controller packt, man hat hier oben noch das entsprechende Mondlicht von denen. Sobald das Mondlicht aktiv wird, beziehungsweise hier oben der Dimmer sagt, okay, es ist dunkel genug, wir machen jetzt das Mondlicht an, gehen gleichzeitig auch diese beiden Pumpen wieder aus. Das heißt also, sobald es dunkel wird, wird es dann auch ein kleines bisschen ruhiger im Riff. Dementsprechend habe ich auch meine ReefWave da oben programmiert. Meinen Programmierungsplan blende ich euch jetzt da oben nochmal kurz ein. Und da könnt ihr sehen, dass da verschiedene Modi über verschiedene Zeiträume laufen. Und somit beströme ich im Prinzip meinen Riff. Das ist jetzt alles relativ einfach gesagt. Ich versuche jetzt mal mit Zeolithpulver und eine Pipette erstmal die Strömung unten im Riff sichtbar zu machen, damit ihr seht, was da überhaupt passiert, wo diese Strömung hingeht. So, ich habe hier einmal 1,5 Liter Zeolithpulver angesetzt. Da sind 2 Teelöffel Zeolithpulver drin.
die setze ich regelmäßig sowieso ein, so ein bis zweimal die Woche maximal, um noch zusätzlich Giftstoffe aus dem Wasser rauszuziehen. Vorteil der ganzen Sache ist, man kann so ein kleines bisschen sehen, wie die Strömung ungefähr verläuft. Und das versuche ich euch jetzt hier zu zeigen. So, wir gehen als erstes jetzt hier unten zu der Pumpe. Und wie man sieht, sieht man nichts. Das funktioniert hervorragend, nämlich gar nicht. Ich muss mir da was anderes einfallen lassen. So Leute, dann machen wir jetzt mal den zweiten Versuch. Ich habe da mal eine Kleinigkeit gebastelt. Schlauch unten direkt an die Pumpe, oben einen Trichter drauf. Und jetzt gebe ich mal von oben das entsprechende Zeolit rein. Und dann hoffe ich mal, dass man ein bisschen mehr sieht. Schauen wir mal. Da seht ihr, wie es rausgepumpt wird. Das ist zum Beispiel schon mal eine Pumpe, die da dementsprechend arbeitet und alles rausdrückt. Und jetzt seht ihr dann auch, wie dann die Strömung von unten rauskommt, nach oben gezogen wird und dann übers Riff drüber getragen wird. So, ihr habt jetzt gesehen, wie hier unten die erste, ich sag mal, Strömungspumpe das Ganze rausgedrückt hat. Das gleiche passiert im Gegenzug drüben von der anderen Seite. Es wird dann hier einmal quer über das Riff rauskommen und kommt ungefähr hier in der Mitte, wird es rausgedrückt. So, und dann haben wir noch die Strömung, die einmal hier über das Riffdach geht und unten wieder rum. Das konnte man eben ansatzweise sehen. Und ich werde jetzt das mal nochmal mit einer zusätzlichen Ladung versuchen sichtbar zu machen, damit ihr seht, wie die Strömung hier tatsächlich verläuft. Ich habe die Pumpe jetzt mal gerade eben noch auf Volllast gestellt, damit man das auch ein kleines bisschen besser sieht. Lassen Sie erstmal einen Moment arbeiten, damit sich die Strömung auch dementsprechend vernünftig aufbauen kann. Und ja, ich schiebe das Ding nochmal nach hinten hier, den Fotomaten. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Also ihr seht, hier oben haben wir teilweise vorne schon Verwirbelung. Es wird nach hier hinten getragen, runtergedrückt. Und hier läuft es dann dementsprechend schon wieder zurück. Hier unten auch an den entsprechenden Korallen zu sehen, die ziemlich stark in der Strömung im Moment liegen, weil es auf 100% läuft. Und so habe ich hier im vorderen Teil im Prinzip eine Ringströmung durch diese eine Pumpe. Wichtig an der ganzen Sache ist aber, dass halt hinten im Riff auch noch Pumpen sitzen, die den Rest umwirbeln. Ansonsten funktioniert hier diese gesamte Technik bzw. der Gesamtaufbau der Strömung nicht. Ja Leute, das ist im Prinzip der Aufbau meiner Strömung, so wie ich den jetzt hier im Moment habe. Grundsätzlich ist es so, wie ich auch am Anfang auch schon gesagt habe, man muss mit der Strömung immer arbeiten. Je nachdem, wie die Korallen wachsen und wie sie dann stehen, muss die Strömung hier und da verändert werden. Man muss schauen, haben die Korallen genug Strömung, ist vielleicht irgendwo zu wenig, ist irgendwo eine tote Ecke entstanden, weil vielleicht ein Tier zu groß geworden ist, wie da hinten zum Beispiel das der Fall sein könnte, dass dann hier im mittleren Bereich nicht mehr ganz so viel ankommt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man, wie eigentlich auch schon beim Live-Talk gesagt, nicht wirklich pauschalisieren kann zum Thema Strömung. Und man muss halt versuchen, ich sage es mal, einen Ring hinzukriegen in irgendeiner Form. Und da liegt im Endeffekt die Problematik, die jeder Aquarianer hat und wo man jetzt halt nicht wirklich ein entsprechendes Konzept für geben kann. Man kann grobe Anleitungen geben, wo eine Pumpe vielleicht hingesetzt werden könnte. Aber ob das dann tatsächlich den gewünschten Effekt bringt mit dem entsprechenden Aufbau und den Korallen in Verbindung, das ist von Becken zu Becken leider Gottes immer noch unterschiedlich. Und das ist das, was ihr leider, ich sage mal, zu 80% selber rausfinden müsst. Ja, Leute. Ich habe gerade eben noch den restlichen Zeolith reingepackt. Ihr seht, das Becken ist jetzt relativ trüb. Gleich steht noch der entsprechende Wasserwechsel an.
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meinen Strömungsaufbau geben und euch auch noch ein kleines bisschen vermitteln, wie schwierig es im Endeffekt tatsächlich ist, eine vernünftige Strömung aufzubauen bzw. an ein entsprechendes Becken anzupassen. Das nächste, was dann jetzt bald kommen wird, ist, dann gehen wir hier in den Bereich und zwar gehen wir zu der Dosierpumpe hin. Dort möchte ich euch dann erklären, A, wie kalibriere ich sie, B, wie bringe ich sie am besten an oder wo kann ich sie dementsprechend einigermaßen gut verbauen, worauf habe ich zu achten, wie löse ich die Problematik mit den Kanistern, damit ich auch bis ganz runter komme. Alles so Kleinigkeiten. Also als nächstes in der Serie hier bei der Reefertechnik kommt die Dosieranlage. Kommt wahrscheinlich auch meinem Schweizer Kollegen Muras ganz gelegen. Der hat nämlich immer noch nicht seine Anlage kalibriert. Und ich glaube, ich muss ihm das mal per Video zeigen. Also, wenn euch das hier gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir das doch bitte runter in die Kommentare. Einen Daumen da lassen wäre toll und solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an und dann bekommt ihr auch mit, wenn ich das nächste Mal wieder was raushaue. Wie gesagt, momentan ist es alles ein bisschen unregelmäßig, auch nicht so viel, wie ich es eigentlich gerne möchte, weil ich auch nicht ganz so viel die Zeit habe. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Reefertechnik, Produktvorstellungen, Tagebuch, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Weimar. Ciao.